Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Die Ferrybox ist da, die möchte ich euch gern zeigen. Und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Box ist da. Juhu, vielen lieben Dank an das liebe Ferrybox-Team, dass ich diesen Monat wieder dabei sein darf. Dieses Video ist sponsored bei Ferrybox. Tada! Seht ihr? Ich verliere gleich alles. Ich habe noch nicht reingeschaut. Was ist es denn? Es ist eine Naturkosmetikbox mit tierversuchsfreien Produkten. Ab 19,90 Euro plus Porto erhältst du 4 bis 6 Produkte. Da sind meistens auch ein Goodie dabei und ein Flyer, der sich gerade verabschiedet hat. Und diese Boxen werden gepackt von Menschen mit Beeinträchtigung. Mein Gott, jetzt habe ich es schon richtig runtergeleiert. Also, wir haben eine super tolle Milchpackung, wie ich so schön immer sage. Und da sind ganz tolle, hochwertige Produkte drin im Bereich oder aus dem Bereich der Naturkosmetik. Und ich muss gestehen, durch die Ferrybox habe ich schon das ein oder andere Produkt kennen und lieben gelernt, wo ich im Laden tatsächlich gedacht habe, weiß ich nicht so richtig. Natürlich haben wir hier auch manchmal Produkte drin, die sich im Alltag bei mir so nicht integrieren lassen oder integrieren lassen möchten. Das ist ganz normal, aber durch so eine Box hast du die Möglichkeit, eben die Dinge auszuprobieren. Es ist eine deutsche Box, das heißt, die Firma ist aus Deutschland, also gerne unterstützen. Es gibt verschiedene Boxenarten, die blende ich dir ein, beziehungsweise habe ich unten in der Infobox die Box verlegt. So, jetzt hole ich mal den Flyer, der sich hier gerade verabschiedet hat, und dann schauen wir mal in die Box. Ich bin ein Fan, wenn wir einen Flyer haben. Ich habe noch nicht geschaut. Ich lese es euch gleich vor, und wir haben diesen Monat wieder unsere Maischips. Die kannst du in Kompost entsorgen und oder eben mit Wasser, aber Wasser soll man sparen. Und dann schauen wir einfach mal rein. So, Blick in die Box. Sieht sehr kompakt eingepackt aus. So, wir haben das Thema Happy Summer. Sage ich dazu? Draußen ist kalt. So, die Sonne ist eine gigantische Energiequelle, die Licht und Wärme ausstrahlt und eine große Auswirkung auf Körper, Geist und Seele hat. Sie versorgt uns mit Glücksgefühlen und hilft gegen schlechte Laune. In diesem Sinne wünschen wir dir einen wundervollen Sommer, egal ob zu Hause, im Urlaub oder nach getaner Arbeit. Dein Goodie kannst du je nach Stimmung heiß oder kalt genießen. Das klingt nach einem Tee. Übrigens, wie gesagt, liebe Grüße an das liebe Ferrybox-Team, und ich hoffe, eurem kleinen Hundi geht es wieder gut. Die haben nämlich auch, ich glaube, so Border Collie ist das. Kenne mich da jetzt nicht so aus. Auf jeden Fall ein ganz süßer, ich glaube, es war ein Männchen. Auf jeden Fall liebe Grüße. Goodie, schauen wir gleich mal rein. Beziehungsweise ich tue mir mal alle Sachen hinstellen. Und dann kann ich es euch, glaube ich, ein bisschen schöner zeigen. Es ist immer sehr spannend, weil es sind oft, jetzt geht der Akku wieder leer, es sind oft Firmen und Marken, die ich noch nie gesehen oder gehört habe. Ein bisschen Werbung haben wir drin. Und wenn Werbung drin ist, heißt es, dass diese Produkte auch enthalten sind. So, wo fangen wir an? Mit dem Goodie, würde ich sagen. Und zwar Lebensbaum, Grüntee, marokkanische Minze, 20 Beutel, a 2 Gramm. Kostet 2,69 Euro. Die marokkanische Minze aus, was steht da, auch als Nana oder Krause Minze bekannt, kannst du nach orientalischer Art süßen mit Agaven-Dicksaft, mit Eiswürfeln oder frischer Minzdeko als Cocktail zubereiten. Oh, das hört sich doch gut an. Verpackungstechnisch, ja, sieht aus wie so ein Kamilletee. Ich liebe aber Minztee, muss ich sagen, beziehungsweise Grüntee mit marokkanischer Minze kenne ich jetzt noch nicht, werde ich aber probieren, vielleicht wenn es ein bisschen wärmer ist mit Eis. Eistee mag ich sehr gern, Grüntee weiß ich noch nicht so richtig, aber ich liebe Minztees, deswegen werden wir das auf jeden Fall mal probieren. Und von der Firma Lebensbaum hatten wir schon mehrere Teesorten drin, die wirklich sehr, sehr gut waren. So. Dann gehen wir auf das nächste Produkt, und das sieht auch sehr speziell aus. Schaut mal, das sieht so aus. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Aquarelle Summer Mist Eau de Toilette Originale. Ist ein Originalprodukt mit 100 ml. Okay, sieht auf jeden Fall
sehr spannend aus. Summer Mist ist wahrscheinlich ein Body Spray. Das sommerliche Body Spray aus Frankreich lässt dich herrlich duften durch den Sommertag gleiten. Es ist reich an pflanzlichen Glycerin, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und einer Dehydration entgegenwirkt. Okay, das Spray enthält keinerlei photosensible Substanzen und kann deshalb auch in der Sonne angewendet werden. Bio Vegan 1839 ist eine Hausnummer. Oh, riecht aber gut. Frisch, würde ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Und im Sommer düften wir ja alles sehr gerne. So, dann haben wir von der Firma New York feste Gesichtsreinigung mit Zinkkomplex. Zink ist auch gut gegen Pickel und wenn du mit der Haut ein bisschen Probleme hast. Früher hat man mal Zinksalbe auf den Popo von den Kindern geschmiert. Die feste Reinigung schont mit einem pH-Wert von 5,5 den natürlichen Schutzmantel deiner Haut und schützt mit Scherbutter vor der Austrocknung. Zudem wirkt das enthaltene Zink antibakteriell, was der Bildung von Pickeln vorsorgt. Zink ist ein serumregulierender Wirkstoff, der die Produktion von übermäßigen Teig reguliert. Okay, entfernt auch wasserlösliches Make-up. Vegan, 6,49 €. Dann werde ich das wahrscheinlich mit in die Dusche nehmen. Plastikfrei. Produkte sind eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe allerdings, ich liebe Seife, aber ich bin zum Beispiel bei Shampoos noch nicht so angekommen mit festen Produkten. Das mögen meine Haare nicht, aber das werde ich auf jeden Fall zur Make-up-Entfernung probieren. So, das nächste Produkt. Ich glaube, da fehlt sogar eins. Das Natural Basic Duschgel Energy Pure Bio Orange, Originalgröße 200 ml, für 2,39 €. Ein Bio Orange Duschgel. Oh, das finde ich gut, weil ich habe tatsächlich keine Duschgele mehr. Oh, riecht sehr sommerlich. Also das wird mein Mann sehr freuen. Der liebt ja so fruchtige Duschen. Und das ist auch, sag ich mal, nicht so gelig. Das werden wir auf jeden Fall sehr gerne austesten, ausprobieren. Das finde ich auf jeden Fall sehr ansprechend. Ich mag sowas sehr gerne. Nächstes Produkt ist wieder was Großes. Weiß ich noch nicht so richtig. Wird aber erstmal ins Backup kommen. Und zwar von Peklavus Podo Fußcreme fettend. Originalgröße 100 ml mit Bienenwachs. Okay, mit Menthol und Kampfer 10,95 €. Kampfer weiß ich zu wissen, dass das sehr gut für die Venen sein soll. Gegen trockene und rissige Füße. Ich hebe es mal auf. Mein Mann hat nämlich da gerne immer mal so ein bisschen Probleme. Und Fußcreme mag er tatsächlich sehr gern. Ich finde halt, manchmal riechen die ein bisschen eigen. Aber das probieren wir. Das testen wir einfach mal. Ich habe tatsächlich schon viele Fußcremes mehr oder weniger verwendet bei meinem Mann. Und dem hat das auch wirklich was gebracht. Ich habe da eher nicht so die Probleme. Aber ich finde es gut, wenn es in den Boxen mal drin ist. Und dann haben wir noch ein dekoratives Produkt. Finde ich sehr spannend. Labios Lip Liner Amor. Ich hatte ja übrigens, beziehungsweise habe ich jetzt meinen zweiten Hochzeitstag. Am 1.7. hatte ich Jubiläum von unserer freien Trauung und am 9.7. haben wir ja Hochzeitstag. Da werden wir den vielleicht mal ausprobieren. Und zwar nachhaltiger Lippenkonturstift. Okay, 17 €. Schauen wir mal. Ich meine, die Firma hatten wir schon mal. Mag ich auch sehr gern. Genau, die hatten wir schon mal. Und ich hatte sogar dieses Produkt in der gleichen Farbe. Ich glaube, ich habe den sogar noch. Ich finde den sehr schön. Der hat wirklich hier sowas. Sieht aus wie ein bisschen wie Holz. Ich glaube, den habe ich sogar noch. Wenn ich den noch habe, geht der in eine Verlosung von euch. Ich finde den sehr schön. Der hat auch so den Farbton wie der. Und solche Lippenkonturstifte nehme ich tatsächlich als Lippenstift. Wenn ich weiß, es muss den ganzen Tag halten, dann klatsche ich mir das auf die ganzen Lippen. Und wenn ich weiß, der Tag endet, dann haue ich mir nur noch ein bisschen Lipgloss drauf. Also kann ich euch echt empfehlen. Ja, Wahnsinn. Wir haben einen Gesamtwert von 57,91 €. Sie versprechen ja mal, dass jede Box einen Mindestwert von 50 € hat. Und ich muss sagen, ich finde die Box wieder richtig gut. Also wir haben diesen Lippenkonturstift, die Fußcreme, die feste Gesichtsreinigung, auch zur Make-up-Reinigung geeignet, ein Duschgel, ein Body Mist und den Tee. Was sage ich zu der Box? Was soll ich dazu sagen? Ich finde sie einfach gut. Ich finde sie wirklich gut. Ich werde, glaube ich, alles behalten.
Ja, ich glaube schon. Vielleicht den Lippenkonturstift nicht, wenn ich ihn schon doppelt im Schrank habe, dann geht er mal an euch, damit ihr auch Produkte austesten könnt. Wie gesagt, schaut einfach mal auf die Website. Es gibt auch diese Einmalboxen oder Geschenkboxen. Sehr empfehlenswert und ich finde die Produkte einfach klasse. Bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Bedanke mich beim lieben Ferry-Box-Team, dass ich die Box wieder testen durfte für euch und auch zeigen durfte. Schaut gerne bei denen mal vorbei, schaut bei mir vorbei, lasst bei allen ein Abo da und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, wie immer, bleibt mir schön gesund, eure Heike.